Yo, hey und hallo YouTube, willkommen zurück zu einem weiteren Yu-Gi-Oh! Duel Links Video hier auf meinem Kanal. Und heute möchte ich euch ein weiteres Deck vorstellen bzw. analysieren und euch erklären, was mit dem Deck auf sich hat. Und zwar reden wir heute über den Last Gamble, den LGDT, also Desert Twister, Wüstentwister. Es ist ein Deck, was erstellt worden ist von Guns Blazing. Ich habe mit dem Deck an sich nicht viel zu tun. Aber ich werde es euch auf Deutsch übersetzen, beziehungsweise euch analysieren, was dieses Deck denn macht, wo die Stärken und Schwächen des Decks sind und euch die beiden Variationen der Decks, die Guns Blazing erstellt hat, erklären, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt, was eins der besten King of Games Decks zurzeit ist. Was ihr über Guns Blazing wissen müsst, er ist ein ziemlich guter Yu-Gi-Oh! Duel Links Spieler und er hat so gut wie jede Season mittlerweile KOG erreicht. Und das Deck, was ich euch heute vorstellen möchte, ist nicht unbedingt ein günstiges Deck, aber das Deck, was ich euch heute vorstellen möchte, hat für ihn schon 3 oder 4 Seasons hintereinander KOG erreicht. Und dementsprechend ist es ein sehr starkes Deck, auf das ich definitiv mal eingehen möchte. Und ich würde sagen, wir springen direkt hier in den Karteneditor rein und ich gebe euch direkt mal die Information. Wir fangen wie immer mit dem Deck unten links an und danach gehen wir auf das Deck unten rechts ein. Und diesmal habe ich aber auch beide Decks selbst zur Auswahl, sprich ich brauche keine Screens von anderen und bin in der Lage, euch komplett zu erklären, was es mit den Decks auf sich hat und wie ihr die Decks auch noch verbessern könnt, weil selbst meine Decks nicht wirklich perfekt sind. So, eine Sache, die dieses Deck betrifft, ist, ihr braucht einen Drop-Skill, und zwar letztes Spiel, oder halt auf Englisch, so wie es im YouTube überall umgeht, Last Gamble. Diese Fähigkeit erlaubt es euch, ab dem 5. Spielzug eines Duells, während der Main-Phase, 2 Karten von eurer Hand auf den Friedhof zu legen, all eure Lebenspunkte zu opfern, und bis auf 100, und dann einen Würfel würfeln zu dürfen. Und anhand der Augen, die dieser Würfel zeigt, dürft ihr dann neue Karten ziehen. Zum Beispiel, wenn der Würfel 1 zeigt, dürft ihr eine Karte ziehen. Zeigt der Würfel 6, dürft ihr 6 Karten ziehen. Und das ist halt für jede Augenzahl dementsprechend Draw Power. Wir fangen jetzt wieder von oben links nach unten rechts an und ich erkläre euch genau, wie das Deck funktioniert etc. Wir haben als allererstes dabei Wüstentwister. Das ist die Hauptkarte des Decks. Das ist die Karte, die das Deck unter anderem so stark macht. Diese Karte hat einen Effekt, und zwar kann diese Karte nicht als Normalbeschwörung oder beschworen oder gesetzt werden. Diese Karte kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden, außer indem man ein Erdmonster und 2 Windmonster von seinem Friedhof aus dem Spiel entfernt. Einmal pro Spielzug kannst du eine Karte abwerfen, also von der Hand, um eine Zauber- oder Fallenkarte auf dem Spielfeld zu zerstören. Was dieses Deck somit eigentlich vorhat, ist ganz simpel. Ihr geht hin und zerstört die ganzen gegnerischen Zauber- und Fallenkarten und könnt dann viel Schaden am Gegner anrichten, weil der Gegner sich meistens nicht verteidigen kann. Diese Karte habe ich 2-mal im Deck. In beiden Decks, egal ob links unten oder rechts unten, empfiehlt es sich eigentlich sogar, diese Karte 3-mal zu spielen. Aber dieses Deck funktioniert auch mit 2 Wüstentwistern. Es ist allerdings ein kleines bisschen mehr konsistent, wenn ihr mit 3 spielt. Sprich, 3 sind besser als 2. Kleiner Tipp für euch. Die nächste Karte, die wir in diesem Deck spielen, ist eine Karte aus dem Kartenhändler. Wir nehmen 3-mal mit dem blauen Drachenbeschwörer. Diese Karte ist nicht nur ein Windmonster, was uns halt erlaubt, unseren DT, also Desert Twister, Wüstentwister leichter zu beschwören. Ich werde jetzt immer nur DT sagen, weil es schneller geht. Außerdem lässt uns diese Karte uns Digrepher als Kriegermonster aus unserem Deck suchen. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, okay, es gibt auch stärkere Monster als Digrepher, gerade von der Erdkategorie. Das, was Digrepher allerdings so gut macht in diesem Deck, ist, er hat eine solide Attack und eine solide Def. Außerdem ist er ein Kriegermonster und das erlaubt unserem blauen Drachenbeschwörer, gezielt unsere Digrepher aus dem Deck zu ziehen. Damit können wir nicht nur unser Deck theoretisch millen, halt um bis zu 3 Karten, dank blauer Drachenbeschwörer, vorausgesetzt wir ziehen keine Digrephs. Aber es gibt uns auch gleichzeitig halt die Möglichkeit, ein Erdmonster auf dem Friedhof zu bekommen und uns aber auch zu wehren. Dann haben wir noch dabei als weiteres Windmonster, damit wir noch mehr Windtribute auf dem Friedhof bekommen, weil wir müssen mehr Windmonster ablegen als Erdmonster, 3-mal die Schallente. Die Schallente ist ein richtig nettes Beatdown-Monster, was auch ein 3-Sterne-Monster ist, was auch an Ladybug etc. vorbeikommt und es hat 1700 Attack. Außerdem ist es genauso wie Digrepher ein Vanilla-Monster und somit perfekt für eine weitere Karte in diesem Deck, die wir benutzen wollen, um den Gegner ordentlich einzuheizen. Die nächste Karte in diesem Deck ist Befehl zum Sturmangriff, aka Order to Charge oder OTC genannt. Diese Karte erlaubt es halt, ein Vanilla-Monster von eurer Spielfeldseite zu opfern, um dafür ein gegnerisches Monster zu zerstören.
Und Order to Charge Befehl bzw. Befehl zum Sturmangriff ist eine sehr mächtige Karte. Es gibt zwei Varianten dieses Decks. Das unten links, was ich euch gerade vorstelle, das habe ich noch nicht gesagt am Anfang des Videos, ist die Agro-Variante. Die basiert mehr auf Beatdown und die basiert auf Order to Charge, um den Gegner Druck zu machen, um die gegnerischen Monster wegzunehmen. Und die rechte Seite, das rechte Deck ist ein bisschen passiver. Beide Decks sind gleich gut, es sind einfach nur alternative Formen, aber ihr solltet euer Deck anpassen. Wenn ihr zum Beispiel seht, ihr spielt eine gewisse Anzahl an Matches gegen so und so Decks, dann ist das eine Deck ein kleines bisschen besser und bei anderen Decks ist das andere Deck ein bisschen besser. Da müsst ihr halt eure Spielweise ein kleines bisschen anpassen und euch überlegen, was ihr letztendlich machen wollt. Um jetzt weiter aufs Deck einzugehen, wir haben dreimal Sturm dabei. Wir brauchen Sturm, um unter anderem gegnerische Zauber- und Fallenkarten zu klären. Wenn wir zwei Karten auf dem Spielfeld haben und Sturm benutzen, können wir ja zwei Karten auf dem gegnerischen Spielfeld damit klären, weil wir unsere eigenen ja opfern, um Sturm zu aktivieren. Und wenn wir dann noch den Desert Twister dazu beschwören, haben wir halt die Möglichkeit, auch noch die dritte Karte auszuschalten. Sprich, das gegnerische Spielfeld ist safe, leer von Karten. Sturm bekommt ihr, by the way, bei Odeon beim Farmen. Und es ist nur eine Rare-Karte, das heißt, ihr solltet die relativ zügig bekommen. Ich habe davon jetzt auch schon mehrere gehabt. Des Weiteren spielen wir einmal Rauchgranate des Diebs. Wenn ihr diese Karte equippt und mit Sturm mit wegwirbelt, dürft ihr eine Karte von der Hand eures Gegners auf den Friedhof legen, beziehungsweise euch aussuchen auf den Friedhof legen. Das erlaubt es euch, dem Gegner so Karten wie Kugelkuribo von der Hand zu nehmen oder andere gefährliche Karten von der Hand zu nehmen, sodass ihr nicht geblockt werden könnt. Weil, wenn ihr letztes Spiel, also Last Gamble, benutzt, habt ihr den großen Nachteil, dass ihr nur noch 100 LP habt und ihr wollt so safe wie möglich an den Win kommen in der nächsten darauf folgenden Runde, beziehungsweise in der Runde, in der ihr letztes Spiel selbst benutzt habt. Des Weiteren spiele ich einmal Michizura im Deck als Revenge Kill. Das ist eine schöne Ergänzung zu Order to Charge und es hat einen schönen Effekt, um gegnerische Monster zu vernichten, gerade gegnerische starke Monster zu vernichten. Und diese Karte müsst ihr nicht im Deck spielen, aber sie ist ganz nice. Wenn ihr zweimal Wilder Tornado haben solltet, solltet ihr eure Michizura-Karte zu Wilder Tornado austauschen, beziehungsweise einen wilden Tornado ins Deck nehmen. Und, ja, Wilder Tornado funktioniert in diesem Deck generell besser. Ihr könnt diese Karte als Removal benutzen für gegnerische permanente Zauber- und Fallenkarten, außer natürlich Spielfeldzauber, die gehen damit nicht weg. Ihr könnt diese Karte mit Sturm von eurem Spielfeld zerstören und dafür dann ein gegnerisches Monster und eine gegnerische Fallenkarte zerstören, weil wenn diese Karte von eurer Spielfeldseite auf den Friedhof gelegt wird, habt ihr den großen Vorteil, dass ihr auch, also wenn die zerstört wird, nicht nur gelegt wird, sondern wenn die zerstört wird, ohne aktiviert zu werden, habt ihr den großen Vorteil, dass ihr ein Monster auf dem Spielfeld zerstören könnt. Euer eigenes, aber auch ein gegnerisches. Und ihr solltet das halt benutzen, wenn der Gegner ein starkes Monster auf dem Spielfeld hat oder wenn ihr das Spielfeld clearen wollt. Generell eine ziemlich praktische Karte und diese Karte würde ich euch zweimal empfehlen, da ihr diese selbst aktivieren könnt im Vergleich zu Michizura, wo Michizura nur aktiviert werden kann, wenn der Monster zerstört wird. Und das wollt ihr nicht unbedingt immer haben, vor allem wenn ihr nur 100 Lebenspunkte habt. Außerdem habe ich noch dabei Dunkler Sarg. Diese Karte ist halt ähnlich wie Rauchgranate bzw. wie Wilder Sturm. Wilder Tornado, meine Entschuldigung, nicht Wilder Sturm. Und diese Karte erlaubt es dem Gegner, sich halt auszusuchen, ob er eine Karte von seiner Hand abwirft oder ob er ein Monster auf seiner Spielfeldseite zerstört. Diese Karte kann halt auch ziemlich praktisch sein, aber generell würde ich auch diese Karte gegen einen wilden Tornado austauschen, falls ihr eine zweite oder dritte Variation des wilden Tornados habt. Je nachdem, ob ihr lieber mit Dunkler Sarg oder ob ihr lieber mit Michizura halt spielt. Oder eventuell noch eine andere Karte ins Deck nehmen wollt. Theoretisch würde auch eine Mirror Wall funktionieren, gerade bei dem Beatdown-Deck hier, um euch zu protecten vor gegnerischen Angriffen. Aber ihr braucht sowas nicht wirklich, das ist viel zu risky, wenn ihr mich fragt. Hiermit fahrt ihr schon relativ gut. Um jetzt auf die Fähigkeit letztes Spiel einzugehen. Viele Leute sagen, letztes Spiel ist eigentlich eine nice Fähigkeit, aber ziemlich inkonsistent, was ihr nie vergessen dürft. Letztes Spiel ist eine Fähigkeit, die euch Möglichkeiten gibt, aber auch Möglichkeiten wegnimmt. Letztes Spiel ist eine Notbremse sozusagen. Ihr dürft letztes Spiel nicht nur drücken, weil ihr es ready habt. Ihr dürft letztes Spiel nicht nur benutzen, weil ihr in der fünften Turn angekommen seid, sondern benutzt letztes Spiel genauso wie bei der anderen Joey-Fähigkeit mit dem Münzwurf weise. Ihr müsst vorsichtig damit umgehen. Ein Last Gamble Deck ist nie darauf aufgebaut, Last Gamble hundertprozentig benutzen zu müssen. Jedes gute Last Gamble Deck ist auch ohne Last Gamble zu benutzen, also letztes Spiel eure Fähigkeit zu benutzen, stark genug, um das Duell alleine zu gewinnen. Ihr habt Beatdown Monster zum Beispiel hier in diesem Deck, ihr könnt die gegnerischen Monster ausschalten und daraufhin die Lebenspunkte direkt angreifen, etc. etc. Ihr habt Potenzial, euch zu beschützen ohne Ende in diesem Deck. Und ihr habt Potenzial, die gegnerischen Zauber- und Fallenkarten auszuschalten, dank eurer Triple-Sturm-Kombo. Und ihr könnt halt Ham gehen, ihr könnt gegnerische Monster ausschalten. Und gerade wenn der Gegner, wie soll ich sagen,
Effektmonster-Decks spielt oder Decks spielt mit starken Tributmonsterkarten oder Ritualmonsterkarten, habt ihr halt den Vorteil, durch das Beatdown-Deck oder die Beatdown-Variante den Gegner ordentlich Druck zu machen, dank Mishizura, Order to Charge und euren Beatdown-Monstern, weil ihr halt entweder stärker seid und oder 1 für 1 traden könnt, um die gegnerischen starken Monster auszuschalten. Und die muss der Gegner auch erstmal beschwören, da die meisten Karten nicht so einfach zu beschwören sind oder halt auch Kosten haben und er definitiv negativ tauscht. Also der Gegner definitiv negativ geht in seinem Trade im Vergleich zu eurer Monsterkarte mit Order to Charge, also Befehl zum Sturmangriff, die von euch gespielt wurden. Eine weitere Sache, die Last Gamble betrifft, ist, viele Leute beschweren sich halt auch, ich habe nur eine 1, eine 2 oder 3 gewürfelt und ich habe im Grunde nichts rausbekommen, was ich brauche. Wenn ihr Last Gamble, geht es sich nicht nur darum, dass ihr Karten zieht ohne Ende, um euch zu verteidigen. Es geht sich auch darum, um euren Wüstentwister beschwören zu können. Ihr wollt dieses Monster aufs Spielfeld kriegen. Dieses Monster baut Druck auf, dieses Monster zerstört Fallenkarten. Das Monster ist halt einfach generell sehr stark. Ihr dürft Last Gamble nicht nur als Draw Power ansehen, beziehungsweise dafür ansehen, viele Karten zu bekommen, sondern Last Gamble erlaubt es euch auch, Karten auf den Friedhof zu legen. Und das ist einer der wichtigsten Aspekte des Decks. Sagen wir einfach mal für zum Beispiel, wir haben einen blauen Drachenbeschwörer auf dem Friedhof und eine Schallente. Und wir haben aber so gut wie verloren. Wir haben nur noch ein Monster auf der Spielfeldseite, eine Schallente, sage ich jetzt einfach mal. Im verdeckten Verteidigungsmodus, wir wollen uns beschützen. Wir haben nur noch 1000 Lebenspunkte. Und der Gegner greift uns mit zwei, zum Beispiel jetzt einfach Digraffer an. Das heißt, wir würden das Duell safe nächste Runde verlieren, falls wir den Spielzug an ihn abgeben. Aber wir können Last Gamble spielen. Wenn wir jetzt einen Digraffer in der Hand haben, erlaubt uns dieser Digraffer hinzugehen und diesen abzulegen auf den Friedhof. Das erlaubt uns halt, die Monster, die wir auf dem Friedhof brauchen, um einen Desert Twister zu beschwören, auf den Friedhof zu legen. Nehmen wir einfach mal an, wir haben einen Desert Twister auf der Hand und zwei Digraffs. Nur mal als grobes Beispiel. Das erlaubt es uns, Last Gamble zu spielen. Wir können beide Digraffs auf den Friedhof legen, haben immer noch unseren Desert Twister, also DT, in der Hand. Wir ziehen, sag ich mal, einfach mal eine 1 aus dem Last Gamble raus. Aber wir haben trotzdem die Möglichkeit, unseren Wüstentwister zu spielen, weil uns Last Gamble, also letztes Spiel, erlaubt hat, unser Erdenmonster, was wir für die Beschwörung brauchen, auf den Friedhof zu legen. Last Gamble ist also nicht nur eine Methode, um zu ziehen, sondern gleichzeitig auch eine Methode, um die Opfermaßnahmen einzuhalten bzw. wahrzumachen. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. So, nachdem wir jetzt über dieses Deck hier gesprochen haben, kommen wir zum anderen Deck. Das andere Deck basiert theoretisch auf die gleiche Strategie. Ihr spielt auch wieder mit Last Gamble, beziehungsweise ihr habt die gleiche Strategie. Ihr wollt eure Erd- und Windmonster auf dem Friedhof bekommen, aber dieses Deck ist ein bisschen passiver. Wenn ihr aber leider nicht unbedingt gegen Effektmonster spielt, die euch nerven, wie zum Beispiel Besessene Dunkle Seele oder Sergeant Electro, also Unteroffizier Elektro und sowas halt, also Effektmonster und oder wenn ihr nicht unbedingt gegen, wenn ihr gegen viel aufgegeben spielt und halt die Gegner nicht sonderlich viele Tributmonster zurzeit spielen oder nicht sonderlich viele starke Ritualmonster zurzeit spielen oder halt kein Kaiba-Man oder sowas spielen, wo ihr Order to Charge braucht, könnt ihr definitiv auch das passivere Deck hier spielen. Das Deck basiert im Grunde auf die gleiche Strategie wie das erste Deck, nur dass dieses Deck hier durch Hane-Hane und haftender Sprengstoff dafür sorgt, dass ihr starke Monster loswerdet. Diese Monster werden entweder zerstört oder zurück auf die Hand geschickt, was dem Gegner halt ordentlich zurücksetzt. Er hat Ressourcen für nichts verbraucht. Außerdem habt ihr auch zweimal den Ladybug, also den Marienkäfer der Verdammung, in eurem Deck, um gegen gegnerische Beatdown-Decks klarzukommen. Es gibt auch viele Gegner, die noch Beatdown spielen, wie zum Beispiel Dino-Decks oder auch andere Decks, die viel mit 4-Sterne-Monster spielen, die 1600 plus Attack haben, so 1600, 1700, 1800, Dunamis zum Beispiel, etc. etc. Oder auch selbst dieses Deck hier spielen mit Digraffer. Und Ladybug erlaubt es euch halt, wenn ihr das richtig benutzt, im richtigen Moment, die gegnerischen Monster zu zerstören. Es gibt euch halt Death. Im Grunde funktioniert dieses Deck hier genauso wie das andere Deck auch. Ihr habt eure Sturm-Kombo, ihr habt euren wilden Tornado. Solltet natürlich auch in diesem Deck 2 bis 3 Mal wilder Tornado spielen. Ihr habt auch hier wieder die Mishizure gerade drin und den dunklen Sarg. Und natürlich auch die Rauchgranate. Das Einzige, was sich halt ausgetauscht hat in diesem Deck, sind defensive Karten. Anahan ist, by the way, auch ein Erdmonster, was den Tribut leichter macht. Und auch der haftende Sprengstoff ist ein Windmonster, um den Tribut für Wüstentwister, also DT, leichter zu machen. Und im Grunde ist dieses Deck genau das Gegenteil von anderen Decks. Das andere Deck ist aggressiv und geht stark gegen den Gegner vor und hat dann aber Order to Charge dabei und ist wie gesagt gegen viele starke Tributmonster und starke Ritualmonster gut, hat aber eine kleine Schwäche gegen aufgegebene Decks und hat eine kleine Schwäche gegen Effektmonster-Decks, weil besessene dunkle Seele sowas wie die Ente zum Beispiel übernehmen kann.
Und dieses Deck hier ist eher, ja, das passive Deck, was gegen Beatdown-Decks, also Attacker-Decks, und was gegen Aufgegeben-Decks besser ist, weil die meisten Karten, die ihr hier habt und dessen Effekt ihr benutzen wollt, spielt ihr im verdeckten Verteidigungsmodus. Wenn Aufgegeben ein verdecktes Verteidigungsmodus-Monster aufsorgt, ist Aufgegeben eigentlich so gut wie nutzlos. Er kann crashen und euch beiden gleich viel Schaden machen, das stimmt, aber im Großen und Ganzen wird er dadurch kein Monster bekommen, was sich wehren kann, was wirklich effektiv angreifen kann, wenn ihr versteht, was ich meine. Und gleichzeitig, wenn ihr halt, wie gesagt, gegen Beater-Monster spielt, gegen 3-Sterne und 4-Sterne-Monster, seid ihr mit diesem Deck ja einiges safer aufgrund der Tatsache, weil ihr halt Marienkäfer habt und weil ihr den haftenden Sprengstoff habt. Und vor allen Dingen, dieses Deck kann Monster auf der gegnerischen Spielfeldseite zerstören, ohne auf Befehl zum Sturmangriff angewiesen zu sein. Sprich, ihr müsst in diesem Deck weniger Kombos ziehen, um mehr Druck auf den Gegner halt aufzubauen. Beide Decks sind für verschiedene Situationen halt besser. Je nachdem, in welchem Ranking-Bereich ihr spielt, würde ich euch auch verschiedene dieser Decks empfehlen. Wenn ihr nachher im höheren Platin-Bereich seid, könnte das Order-to-Charge-Deck schon besser sein. Weil da halt nicht mehr so viel Beatdown gespielt wird. Wenn ihr aber so im Goldbereich seid, ist wahrscheinlich das passive Deck ein bisschen besser. Aber wie gesagt, ändert euer Deck oder benutzt euer Deck, je nachdem, gegen was ihr halt spielt oder wo ihr das Gefühl habt, gegen was ihr mehr spielen müsst, um halt euch in den jeweiligen Situationen die bessere Verteidigung zu geben. So, aber das war's auch schon fast. Ich habe im letzten Livestream fast nur dieses Deck gespielt. Das heißt, wenn ihr das Deck in Action sehen wollt, auf der Ranking Ladder oder auch gegen Viewer, dann könnt ihr in den letzten Livestream schauen. Für dieses Deck werde ich wahrscheinlich nicht unbedingt ein Beispielvideo machen. Ich hoffe, euch hat das Tutorial geholfen, die Analyse geholfen. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, Leute, lasst mir einen Like da, einen Daumen nach oben. Alternativ könnt ihr natürlich auch jederzeit zu dem Kanal abonnieren, damit ihr noch mehr Yu-Gi-Oh! Duel Links Videos und Content seht und bekommt. Und ja, lasst mich in den Comments wissen, was ihr von diesem Deck haltet. Findet ihr das Deck gut? Könnt ihr das Deck nachbauen? Und habt ihr mit dem Deck eine gute Erfahrung gemacht? Ich persönlich kann sagen, das Deck ist top-notch. Es ist wirklich super stark und sehr zuverlässliches Deck. Natürlich ist es mit letztem Spiel zu spielen immer ein kleines bisschen risky, aber im Großen und Ganzen lässt euch das Deck eigentlich nicht wirklich hängen. Ihr könnt euch relativ gut darauf verlassen und damit ist das Grinden relativ simpel. Also dann, Leute, ich wünsche euch noch einen super tollen Tag und ich bin raus. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.